A1. Nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt eines Rotationskörpers mit der Rotationsachse NM. Der Punkt F ist der Schnittpunkt der Geraden AI und BC. Es gilt AB sind 8, FK 1,7, CD 3, DE 0,5 cm. Der Radius ist ME gleich MG gleich 2 cm. Und IH liegt parallel zu NM, liegt parallel zu CD. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers, runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Und als Zwischenergebnis haben wir noch die Strecke FN mit 2,72 cm. Also tragen wir erstmal die bekannten Größen ein, um ein bisschen Überblick zu bekommen. Wir kennen die AB mit 8 cm. Wir kennen die FK mit 1,7 cm. Zusätzlich die CD mit 3 und die DE, das ist die kleine hier mit 0,5. Und zusätzlich gilt noch, ME sind 2 cm. Ja, dann noch parallel. IH liegt parallel zu NM, liegt parallel zu CD. Und dann können wir auch schon losgehen. Wir sollen auf zwei Stellen nach dem Komma runden, das nicht übersehen. Und es soll das Volumen berechnet werden. So, von diesem Körper gibt es natürlich keine Volumenformel, sondern der ist aus verschiedenen Einzelkörpern zusammengebaut. Und wir müssen jetzt herausfinden, aus welchen Körpern er besteht. Gehen wir dafür erstmal eine Formelsammlung und suchen uns die ganzen Körper raus. Die sind hier bei meiner auf Seite 11 zu finden. Da haben wir die drei Rotationskörper, Kugel, Kegel und Zylinder. So, schauen wir uns das mal an. Ich fange jetzt mal mit dem hier an. Wenn ein Rechteck sich anfängt zu drehen, ja, kann man im Prinzip hier so kleine Kreise reinzeichnen, dann entsteht daraus ein Zylinder. Also wir haben auf jeden Fall einen Zylinder mit dabei. Hier ist ein Halbkreis. Wenn der anfängt sich zu drehen, bekommen wir eine Halbkugel rein. Und unten haben wir noch zwei Dreiecke. Wenn die anfangen zu drehen, dann gibt es da Pyramiden. Also wir brauchen alle drei Rotationskörper. So, jetzt für das Volumen, wie werden die zusammengebaut? Fange ich vielleicht hier mal mit dem großen an, mit dem Zylinder. Den brauche ich auf jeden Fall. Also muss ich zumindest schon mal das Volumen des Zylinders berechnen. So, wie geht es weiter? Man sieht anhand vom grauen Bereich, ja, die Halbkugel, die wird rausgeschnitten. Also Zylinder minus Volumen der Halbkugel. Unten bei den Kegeln brauchen wir eigentlich nur hier diesen Kegelstumpf. Wie kriegen wir den? Indem wir erst den großen Kegel ausrechnen. Hier den da. Und dann den kleinen Kegel obendran abziehen. Also runtersägen, wegnehmen, was weiß ich. Also haben wir hier plus das Volumen des großen Kegels. So, jetzt aber. Minus Volumen des kleinen Kegels. Okay, diese Teilvolumen müssen wir jetzt alle berechnen und dann kann man es am Schluss, so wie es dran steht, zusammenfassen und dann müsste man das Volumen der gesamten Figur rausbekommen. So, wir fangen an mit dem Zylinder. Volumen Zylinder ist gleich, schauen wir in der Formelsammlung nach, gerade Kreiszylinder steht hier, Radius Quadrat mal Pi mal H. Radius des Zylinders ist, da müssen wir so die richtige Strecke suchen. Hier oben, ja, mache ich mit Rot nochmal, die Strecke M, die kann man als Radius benutzen. Ist ganz praktisch, weil hier sehen wir, ME sind 2 cm, ED sind 0,5 cm, das wissen wir aus der Angabe. Also ist der Radius bekannt. Radius Quadrat mal Pi mal. Und jetzt brauchen wir die Höhe des Zylinders, das ist die Strecke CD. Die ist auch bekannt mit 3 cm. Setzen wir ein. Radius Quadrat mal Pi mal CD. Ja, und das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein und dann bekommen wir einen Rauminhalt von 58,90 Kubikzentimeter. Prima, erster Teil schon geschafft. Als nächstes machen wir die Halbkugel. Für die Halbkugel selbst gibt es keine Formel. Aber wir sehen in der Formelsammlung, dass es hier eine komplette Kugel gibt. Beim Volumen ist es ziemlich einfach, weil wir nehmen einfach die Kugel her, schneiden sie einmal in der Mitte durch und bekommen eine Halbkugel. Also gilt heraus, Volumen der Halbkugel 4 Drittel mal und jetzt Radius hoch 3.
Schauen wir uns nochmal ein. Radius der Halbkugel ist die Strecke ME. Die ME ist 2 cm lang, also 2 hoch 3. Und mal Pi hinten dran. Und Achtung, nicht vergessen, wir haben hier eine Halbkugel, also muss ich auch das Ganze geteilt durch 2 rechnen. Oder ich schreibe irgendwo mal ein Halb dazu, ist genau das Gleiche. Jetzt habe ich die allgemeine Form vergessen. Mache ich die noch zwischen rein. Also hier haben wir die Strecke ME. Und ja, geteilt durch 2, das passt ja. Also nächster Schritt, einsetzen, wie ich es jetzt gerade eben schon gemacht habe. 2 hoch 3 mal Pi mal geteilt durch 2. Dass wir einen Taschenrechner eintippen, dann kommen 16,76 Kubikzentimeter raus. Na? Gut, 2 Körper haben wir schon, brauchen wir den dritten, der große Kegel. Volumen vom Kegel finden wir hier. Ein Drittel mal Radius Quadrat mal Pi mal H. Ein Drittel mal, so gucken wir in die Zeichnung wieder, was ist mein Radius. Vom großen Kegel ist der Radius die Strecke AN, die ist bekannt mit 4 cm. Passt, muss ich also nichts berechnen. Mal Pi. So, jetzt brauche ich noch die Höhe. Die Höhe ist die Strecke FN. Die kennen wir jetzt noch nicht, sehen wir auch hier am Zwischenergebnis, da ist die FN angegeben mit 2,72, also die müssen wir tatsächlich noch berechnen. So, FN berechnen. Schauen wir uns an, wie kriegen wir diese Strecke raus. Wir suchen uns am besten Dreiecken oder andere Figuren, Eigenschaften, wo diese Strecke Fn drin liegt. Was zum Beispiel auffällig ist, die Strecke Fn könnte im, liegt im Dreieck ANF drin. Ich kenne unten nur die AN mit 4 cm, die anderen beiden Strecken kennen wir nicht, bringt uns noch nicht so viel. Allerdings, wenn ich hier jetzt noch das kleine Dreieck mit dazu nehme, das IKF, dann könnten wir schon mal einen Lösungsansatz im Prinzip verfolgen. Ich kenne nämlich die IK mit 2,5, weil hier oben das ist auch wieder 2 und das ist auch wieder 0,5. Und damit kann ich zum Beispiel mit Hilfe des Tangens den Winkel hier oben berechnen. Und dann mit diesem Winkel im roten Dreieck auch nochmal mit Tangens die FN. Zweite Möglichkeit, wer es vielleicht sieht, die IKF, das ist ein kleines Dreieck, die ANF ist ein großes Dreieck, also perzentrische Strecken auf das große Dreieck abgebildet. Das ist jetzt auch ein schöner Vierstreckensatz, den man hier anwenden kann. Ich nehme jetzt den Vierstreckensatz, der ist, denke ich mal, eine Spur schneller, aber schenkt sich nicht viel von der Lösung. So, beim Vierstreckensatz gilt, ich fange immer mit der unbekannten Strecke an, beziehungsweise mit der, die ich suche, das ist die Strecke FN. Und ich mache es meistens so, große Strecke zur kleinen Strecke, also Fn zu Fk ist gleich große Strecke zu kleine Strecke, An zu Ik. Man könnte dann auch verschiedene Varianten benutzen, Fn zu An ist gleich Fk zu Ik, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, vier Streckensatz angefangen, Fn zu Fk ist gleich großes Dreieck AN zu IK. So, die Zahlen sind alle bekannt. FK ist bekannt mit 1,7. AN ist bekannt mit 4. Ja. Und IK ist bekannt mit 2,5. Das kann ich jetzt entweder solvern oder per Äquivalenzumformung umformen. Ich multipliziere mit der Zahl, die hier unten im Nenner drin steht. Deswegen fange ich auch mit dem Unbekannten an, weil dann brauche ich einfach nur die Zahl im Nenner einmal rüber multiplizieren und habe eigentlich im Prinzip schon das passende Ergebnis. So, da gilt dann, na, 4 mal 1,7 geteilt durch die 2,5. Das in Taschenrechner eintippen und dann kommen hier die 2,72 raus, wie die Aufgabenstellung vorsieht.
Prima. Ich habe alle Größen für für meinen großen Kegel. Setz mal ein Drittel mal. An, das waren 4, also 4 Quadrat mal Pi. Ja, meinem Stift wird es, meinem Tablet wird es wohl zu warm. Dann hat er immer diese Stiftaussetzer drin. Mal Pi mal 2,72. Das sind Taschenrechner eingeben und dann kommen raus 45,57 Kubikzentimeter. So, letzter Schritt, wir brauchen noch die kleine Pyramide. Kleiner Kegel, nicht Pyramide. Die Art der Form ist wieder gleich. Ein Drittel mal Radius Quadrat mal Pi mal H. Schauen wir uns oben an. Was haben wir als Radius? Hier haben wir die IK mit 2,5. Die kennen wir schon. Die Höhe ist 1,7. Also ist jetzt alles bekannt. Ich muss nichts mehr zusätzlich rechnen. IK Quadrat mal Pi mal FK. Na. So. Dann einsetzen der Größen. IK waren 2,5, also 2,5 Quadrat mal Pi mal FK waren die 1,7. Nochmal in den Taschenrechner eingeben, sind die 11,13 Kubikzentimeter. So, und dann haben wir jetzt alle Teilvolumen bestimmt. Wir können uns an das Gesamtvolumen machen, ist gleich. Jetzt nochmal nach unserer obigen Formel hier aufstellen. Volumen vom Zylinder sind 58,90. Dann haben wir minus Volumen der Halbkugel. Wo haben wir die stehen? Hier mit 16,76. Plus Volumen des großen Kegels. Der haben wir hier. Minus Volumen des kleinen Kegels. Den haben wir jetzt hier ausgerechnet mit 11,13. Das tippen wir nochmal durch den Taschenrechner. Und dann kommt raus 76,58 Kubikzentimeter. Jawohl, damit wäre die Aufgabe erledigt. Es kann natürlich sein, dass das Ergebnis je nach Lösungsweg ein bisschen abweicht, aber wenn man so ganz knapp daneben liegt, 76,60 steht in der Musterlösung, dann kann man davon ausgehen, dass wir richtig gerechnet haben. Wir haben jetzt zum Beispiel alle Zwischenergebnisse gerundet. Da kann solch eine kleine Abweichung durchaus mal schnell vorkommen.